Hello again. Ich sage einfach nur Hello again. Bibi, machst du jetzt mal ein ordentliches Video? Meine Güte. Was möchtest du von mir? Sag mal bloß meine Ruhe. Ich mach wie ich mein. Ruhe. Hallo Klemmfreunde. Mimi ist da und macht ein Video. Ich habe schon wieder tolle Sets. Ich habe schon so eine Weile gebaut, ja, aber jetzt kann ich es erst zeigen. Mein Stream, Samstagstream, ist leider ausgefallen. Tut mir leid nochmal. Sorry, Leute. Mir ging es echt nicht gut. Halbe Stunde vorher musste ich leider absagen. Ich konnte es nicht mehr. Ich muss mich hinlegen. Beim Legen geht's besser. Deswegen Video versuche ich auch wieder kürzer zu bleiben, weil ich kann nicht lang sitzen bleiben. Ihr wird da wieder schwindelig und es gibt mir einen warmen Stich durch den ganzen Körper. Da wären meine Beine ganz schlaff und schwach. Also ich denke mal, das liegt Bandscheibe, Wirbelsäule, Nerven. Das hängt alles ein bisschen zusammen. Ich habe Arthrose auf der linken Schulter oben, Kleingelenke und unten am Kreuz am linken. Also ich denke mal, das hängt alles damit zusammen. Und deswegen versuche ich jetzt hier euch da ein paar Sets zu zeigen, die ich schön gebaut habe, die ich gebaut habe und die schön sind. So muss ich sagen. Meine Güte, ich will schon wieder zu schnell reden. Wenn ich zu schnell rede, dann vermische ich schon wieder die Wörter. Also ruhig bleiben. Wusa. So, Freunde, ich fange jetzt mal an und zwar mit dem kleinsten hier, dem Pullybag. Ich habe es von meinem kleinen Laden nebenan bekommen. Ich finde es toll. Ich unterstütze solche Läden sehr gerne. Ich hoffe, der bleibt auch noch länger. Deswegen werde ich auch da mehr kaufen. Klar, zu UVP. Den Handschuh Wolverine nicht. Ist klar. Aber so kleinere Sets hat sie. Der kleine Laden. Und unterstütze ich gern. Also das ist nicht. Also hier ein 10er, 30, 20, 30. Allemal. Also zahle ich gern. Ich finde Preis-Leistung in Ordnung. Gefällt mir. Bei größeren Sets, klar, da schaue ich auch, dass ich natürlich spare. Wolverine habe ich nicht direkt da gekauft, habe ich auch bei Smithy gekauft. Smithy Toysy, also Smith Toys, habe ich auch da günstiger bekommen. Ist klar, das versucht jeder ein bisschen hier Geld zu sparen, damit ich auch mehrere Sets auch bauen kann. Weil ich bestelle ja nur einmal im Monat und hab genauso mein Limit wie jeder andere auch. Momentan bin ich zu Hause, kann ich mehr bauen, deswegen ist es schwierig. Das ist nicht gut. Auf einer Seite nicht gut, auf der psychischen Seite gut, weil dann kann ich mir entspannen, Stress abbauen und so, ne? Ruhig werden, passt. Entspannt mich hier das Bauen. Das geht's mir ja, dass mich das Bauen entspannt und ich Spaß dabei habe, die Kartons aufzumachen, die Tüten aufzureißen und juhu. So. Und auf der anderen Seite schlecht, weil ich so viel Geld aus. Ich habe Dezember war schlimm. Klar, ich habe einen Bonus bekommen, Weihnachtsgeld gibt's dazu. Ja, trotzdem, das Geld war schnell weg. Sagen wir es mal so. Ich muss ja auch noch was wegsparen, ne? So einfach ist es ja dann doch nicht. Man hat ein Haus, man hat hier Grundstück und so, man muss sich drum kümmern und ne. Also hat jeder von uns. Also kann ich verstehen, das ist ganz normal. Ist halt so. Andere arbeiten hart für ihr Geld, ne? Und dementsprechend, aber ich habe ja trotzdem mein Limit und dementsprechend kann ich mir auch gewisse Sachen gönnen. Ich verkaufe ja auch wieder Sets dann, wenn ich sie länger behalte und denke mir dann, okay, ich habe mich satt gesehen, weg damit. Aber wie gesagt, ich baue es ja nur einmal und dann steht es nur rum und fertig, das war's. Ich werde ja jetzt auch zum Mocken anfangen, ein Tattooing-Mock. Mein Bett ist schon draußen, juhu, das habe ich schon nach oben gebracht. Der Platz ist riesig, kommt mir vor. Ich werde zwei Stockwerke machen, einmal bei 60 eine Tischplatte. Also eine Holzplatte und nochmal bei 1,20 m dann nochmal eine Holzplatte und auf dem 1,20 m nochmal so eine kleine Überhöhung, dass ich den Sandcrawler auf die Überhöhung mache, dass ich da so ein kleines, ja, so eine kleine Überhöhung habe, so einen kleinen Berg. Der werde ich auch aus Holz machen, die Überhöhung und dann die Abstufung dann aus Plates dann, ne, Abstufen bauen dann halt, ne, wisst ihr ja, ne. Und das ist halt mein erster Mock, mein erster Versuch.
Klar, ich werde dann versuchen, gewisse Sachen zu integrieren. Auch die Space Sets, deswegen habe ich sie mir auch gekauft. Ich finde die klasse. Mit denen fange ich ja jetzt auch dann gleich an. Also seid gespannt. Nächsten Videos noch nicht, ist klar, aber wir haben jetzt 2024 und da werde ich auf jeden Fall zu mocken anfangen. Mein erster Mock. Uiuiui. Und wie gesagt, bei 60 werde ich dann unten so eine bunte Mischung reinhauen zwischen Ninjago, Dream Sets, Space Sets und Ritterburg und so. Da werde ich so kleine Dioramen machen und oben dann Tatooine. Oder ich mache oben halb Tatooine und halb, weiß ich noch nicht was. Platz genug hätte ich da hinten, also alles gut. Lasst euch überraschen, ich lasse mich selber überraschen. So Leute, ich zeige euch jetzt mal hier das Pullyback von City Space. Finde ich cool, dass sie das Space gemacht haben. Schön. Die guten alten Space-Zeiten, die waren schon toll. Ich werde jetzt ein bisschen ranzoomen. Somit geht der Fokus dann auch, weil hier, glaube ich, geht der Fokus nicht so gut. Genau, jetzt wenn ich hier ranzoome, zack, dann funktioniert der Fokus auch besser. Genau. Wackelt das? Oder täuscht das? Ja. Okay. Also, das ist die Setnummer 30663, weil, sorry, ich hab's, normal schmeiße ich sowas weg, habe es mir auch aufgehoben, dass ihr das seht. Also hier wieder so ein kleines Faltblatt, ne? Aber alles schick, alles gut. Wie Lego üblich halt. Toll, ne? Schön. Ich finde die Faltblätter fast schon besser, weil da hast du hier keinen. Hier sind oben nicht die Steine, ne, was du verbauen musst, sondern einfach nur so wie früher halt. Das finde ich cool. Schön. Keine Aufkleber, ist klar. Faltblatt weg. Na, gehst du zusammen. Zack, zack. Machen wir mal weg. Ich mal die zwei schicken Dinger hier. Also, das hier, auch wieder Glitzer, Steinchen, cool. So wie es aussieht, nehmen die hier die Glitzersteinchen für ihren Antrieb. Das werdet ihr auch bei dem Set auch noch sehen und bei dem anderen. Die nehmen das hier für den Antrieb. In meinem vorherigen Videos, zwei glaube ich vorher, da habe ich das Schiffchen gemacht, das Raumschiffchen, das hatte auch hier die gleiche Bedruckung und auch die Glitzersteinchen hier, die 1x1. Finde ich sehr cool. Na? Fokusine? Wo ist der Fokus? Der ist nicht da, die Fokusine kommt. Okay, dann nehme ich die. Also, ihr seht, Glitzersteinchen finde ich immer cool. Ich weiß nicht warum. Ich stehe auf Glitzer und Rosa. Oh Gott, das darf ich doch gar nicht sagen hier. Wieder tolle Figur. Also, ja, genau. Jetzt zeige ich erstmal das hier. Also, man kann das hier bewegen, ne? Zum Landen, zum Starten, Landen, wie auch immer. Landen, Starten. Ach, wobei das ist wahrscheinlich so, weil so wäre es Blödsinn. Dann wäre das so schnell am Boden. Ne, kleiner Antrieb hinten. Ja, alles schick. Alles toll. Also. Föhn, föhn. Cool. Ey, hier gerade. Nü. Kannst du das mal ordentlich machen? Jawohl, Chef. So. Figur. Ich denke mal, Torso und Beine sind immer ziemlich gleich, ziemlich ähnlich. Ja, ein paar Unterschiede gibt es von den Figuren. Warte mal, ich hole mal jetzt eine andere Figur. Ja, da ist jetzt kein Unterschied. Bei der hier? Nee, auch nicht. Also die sind alle ziemlich gleich, so wie es aussieht. Muss ich mal gucken, ja, aber sieht so aus, wenn die alle gleich wären, ne? Okay. So, Figur. Auch wieder Funkgerät. Ich dachte zuerst ein Hörgerät. Nee, es ist ein Funkgerät. Weil die anderen haben das auch. Ein Gesicht. Alles schick. Helm. Dual Mold. Finde ich cool. Finde ich toll. Weil normalerweise hätte das wahrscheinlich auch weiß gemacht, aber nicht Dual Mold. Aber mit dem Dual Mold. Helm da, Dual Mold Beine, das ist schon genial. Also der hier nicht, aber ich finde es allgemein super, was der Lego macht. Echt toll. Echt schick, schick. Schickidi schick. So, Freunde, hier die Anleitung von dem hier. Das kommt jetzt als nächstes. 6042 auch, genau. Ein Code, der wird euch nichts bringen.
dann habe ich schon eingelöst. Ich nehme den Code, wo ich die Sets behalte. Alles andere, ja, mache ich ja keinen Code. Oder ich mache einen Code, weil, ja gut, wenn es gebraucht ist, gebrauchte Sets, ja, da wird er, braucht er nicht erwarten, dass da noch ein Code frei ist. Oder es kann auch sein, dass man den doppelt eingibt, weil ich habe es ja mit meinem Handy eingegeben, mit meinem E-Mail-Account von Lego. Ja, es kann aber auch sein, dass der Code bei euch funktioniert, weil ihr habt ja einen anderen Account. Also, ne? Ich habe es noch nicht ausprobiert, keine Ahnung. Das nächste Space-Set, auch cool. Wie gesagt, da sind jetzt das erste Mal Aufkleber dabei gewesen. Striche, und zwar hier, hier, hier und auf das kleine Fahrzeug kommen auch noch Striche. Striche, die sind durchsichtig. Also, da wo sie nicht schwarz sind, sind sie durchsichtig anstatt weiß. Gott sei Dank, das ist gut gemacht. Wie gesagt, die Figur. Der Helm ist wieder anders, ja. Ist wieder ein anderer Helm. Also da sind mehr verschiedene Helme dabei. Das finde ich cool bei den Sets. Nicht immer die gleiche. Hier auch das, auch hier. Also muss Funkgerät sein, auch das gleiche. Das Ding ist auch cool. Hier Space Druck. Hier Space Druck. Noch größer abgebildet. Sehr toll. Hinten könnte man was drauf machen. Helm finde ich auch cool. Ich versuche noch hier ein schwarzes Visier zu suchen. Ich habe es zwar irgendwo, aber ich muss auch gucken. Bei dem Blacktron-Schiff, was es als GBP gegeben hat, habe ich noch eins übrig. Finde ich cool. Also echt toll. Schade, vielleicht hätten sie auch durchmachen machen können hier in Weiß. Das wäre cool gewesen. Aber hätte Fahrradkette. Ich bin froh, dass sie überhaupt so coole Helme rausgebracht haben. Finde ich toll. So, machen wir hier wieder durch. Ne? Hier mit der Hand. Kann man hier boxen, zack, 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 zack. Wahrscheinlich die Steine klopfen, denke ich mal, weil da ist das hier auch dabei. Sind dieses Mal zwei dabei. Sehr cool. Und der kleine Roboter ist dabei. Ne? Kleine Bohrer hier. Der ist auch mit dem angetrieben. Also ich denke mal, das wird schon so sein, dass die hier die Steinchen hier, die Diamantchen hier abbauen. Und hier als Energiequelle nutzen, weil hier hinten sind auch zwei drauf. Bedruckt, ne? Oben bedruckt, Druck. Sonst alles Druck. Die Aufkleber bringe ich nicht an, weil ich vielleicht das Set hier anderweitig benutze. Ich weiß ja nicht, was ich damit mache. Ich muss mir noch was überlegen. Mal schauen. Da fällt mir schon was ein. Vielleicht in meinem neuen Mock dann integrieren. Beziehungsweise mehrere Mocks werden es dann sein. Hier noch Greifärmchen, ne? Aber echt schick. Das kann man hier alles bewegen, das kennt ihr ja von den Mechs. Hier hat man auch, das kann man auch bewegen, ich weiß aber nicht wieso. Was das für ein Sinn sein soll, weil es sonst die Figuren abhaut. Und das hier so reintut. Nach vorne, okay. Ja. Sicherheitsgurt. Ja. Aber, naja. Sich schon was gedacht haben dabei. Keine Ahnung. Aber mir gefällt es. Das ist die Hauptsache. Macht mir Spaß, macht mir Laune. So. Das nächste. Ich zeige euch dann das hier. Haben wir mal alle Space jetzt durch haben. 6042. Da sind 200 Anleitungen dabei. Auch alles Drucke, keine Aufkleber. Also das kleine hier mal. Heft 1 und Heft 2. Merkt ihr den, Heft 2, merkt ihr den Unterschied? Also ich denke mal, das ist ökologisches Papier, das fühlt sich auch rar an, keine Ahnung. Das ist so Glitzerpapier, also das ist hier, seht ihr das? Das ist so eine Art Lackschicht drauf, oder? Keine Ahnung, das ist hier matt, ne? Sieht man, ne? Ja, das ist matter wie das. Die Farbe auch unterschiedlich. Keine Ahnung. Also wie gesagt, das erste Heft, Tüte 1, dann hast du Tüte 2, 3, 4 für den. Finde ich cool. Schönes Fahrzeug. So. Dann zeige ich euch mal die Rückseite noch, hinten, V
von hinten zeige, da dreht es noch. Ja, schön. Schöne Details. Dann sieht man auch hier, wenn man das schön abknicken kann. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Zeige ich euch jetzt mal. Ups, jetzt habe ich gleich den Deckel hier abgerupft, weil ich wollte eigentlich die Figur runter machen. Sieht man mal, wie gut die Figur ist. Also es funktioniert tatsächlich, Leute. Ich mache nochmal zurück. Ups, ich mache nochmal zurück. Und zwar, seht ihr das? Ja, sieht man, oder? Zack, 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 bleibt unten. Dann geht der wieder hoch. Zack, 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 zack. Echt cool. Ups. Nein, 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 nein. Genau, können wir auch hier Hot Wheels spielen. Ich muss aufhören. Ich mache schon wieder zu viel Blödsinn. So, auf jeden Fall. Hier unten schon beweglich. Ja. Hier, das ist sozusagen die Einzelradaufhängung hier. Ja. Sehr cool. Die Federn, ja, puh, die gibt es anscheinend schon, aber die gibt es ja glaube ich schon. Ich glaube, das sind die gelben normalerweise. Aber hier haben sie hier Gott sei Dank anderfarbig nochmal gemacht. Extra. Finde ich toll. Finde ich cool. Hier kann man auch runternehmen. Alles. Zack, zack. Auch hier. Da ist hier auch noch ein kleiner Roboter drin. Ja. Auch so ein Suchroboter. Hier mit dem gleichen Antrieb. Toll. Toll, toll. Jetzt, warte mal, jetzt muss ich nochmal weggehen, ob das funktioniert. Sieht das besser, oder? Ja. Ja. Zack. Mal von unten. Ja. Genau. Hier die Räder, das sind Lenkräder, orange. Das hier wird nur hier dran genupst. Einmal eins mit dem, wie sagt man denn, mit dem Nupsi da drin. Ja, mit dem Nupsi da dran. Ja. Macht man dann hier so dran, drauf. Dann klickt man den da ein. Aber die Räder einmal frei. Das sind echt noch die, das, wie früher bei Space, die Räder. Die finde ich so cool. Echt toll. Das erinnert mich an meine Vergangenheit. Das gefällt mir. So, wieder rein damit. Ne? Kann man hier die Deckel wieder drauf machen. Ach ja, genau, hinten kann man auch. Hinten auch Druck. Hinten kann man wieder aufmachen. Ne? Könnte man das Fahrzeug entleeren, also rausfahren lassen. Echt schön. Auch wieder Druck. Echt, wirklich, ich bin hellauf begeistert. Also, ja, meine Finger, Wurstfingertapsen. Sollte mal weniger Wurst essen. Nee, Quatsch. So, zeige ich euch, was noch dabei war. Hier so ein kleine, so zwei kleine Aliens. Warte mal, ich gehe nochmal ran. Mal gucken, ob das funktioniert. Jupp. Ich finde die lustig. Echt witzig. Die sind identisch. Ich finde aber den besser, weil der kann nicht so rausfallen. Der kann da umkippen und weg ist er. Sehr gefährlich. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwie befestigen kann dann hier. Mal schauen. Oder die zwei kuscheln sich hier zusammen. Das war auch wieder dabei. Ja, toll. Tolle Steinchen, die könnte ich wieder gut gebrauchen. Sehr putzig. Finde ich cool. Und dann noch. Figürchen. Ups, bin ich schon wieder dran gekommen. Sorry, ich komme immer an die Halterung dran vom Handy. Ich muss da echt aufpassen. Ich zeige euch mal die hier. Auch wieder ein anderer Helm. Aber toll. Ich habe jetzt den Autofokus abgeschaltet. Mein Gott, jetzt muss ich jedes Mal mit der Hand hindrücken. Da, wenn du einmal dran kommst, dann geht der Autofokus aus und dann muss ich selber fokussieren. Hier hinten, das ist auch wieder anderes
Teil hier an der Rucksack hier. Rucksack, ja. Aber auch vier Noppen. Das ist bedruckt. Das ist wahrscheinlich hier Solarpanel. Denke ich mal, keine Ahnung. Ich denke mal, vielleicht ist das da hinten für die Kamera zum dran machen. Für was denn sonst? Sonst wüsste ich es nicht, für was. Ja, okay, kann man machen. Die hat jetzt nichts. Die hat jetzt kein Funkgerät dran oder so. Schade. Also hier kann man hochklappen. Also wirklich wieder ein cooler Helm. Dann haben wir die nächste Figur. Den Helm hat man ja schon mal. Aber trotzdem, cooler Helm. Der Rucksack ist cool, ja. Den hat man auch schon mal, letztes Mal bei dem Raumschiff. Sonst die Figur, ja, identisch, gleich. Der sieht cool aus. Der Kopf, der wird zu meiner Signature-Figur passen. Weil der 3-Tages-Part, der passt. Und ich kann das auch mit den Augenbrauen. Warte mal, das könnte ich gleich tauschen. Obwohl das Gesicht gefällt mir auch. Der macht das nämlich auch. Oh Gott. Ja, ich mach's später. Nee, ich mach's gleich. Oh Gott, ich zeig's euch jetzt hier. Zack. Ab dafür. So. Das passt doch schon besser zu mir. Das ist meine Figur. Aus Klemmbaustein, aus Lego, ja. Ist Lego. Ah, die passt schon besser zu mir, oder? Findet ihr auch, ja. Denke ich mal schon. Sehr cool. So, dafür hat die jetzt den Kopf. Egal, zack. Sieht auch nicht schlecht aus. So, somit. Machen wir dann das nächste. Was machen wir denn jetzt? Machen wir den Burger Truck. Genau, machen wir den Burger Truck. Den zeige ich euch auch. Der ist nämlich auch komplett bedruckt, Freunde. Also, wieder ein tolles Ding. Also, echt genial. Anleitung 2, Anleitung 1. Ne? Erst der Truck, dann die Burgerbude. Auch sehr cool. Zeige ich euch erstmal die Figuren, oder? Beziehungsweise erst den Karton, dann die Figuren und dann das Fahrzeug. Ich muss da noch ein bisschen Ordnung reinbringen. Ihr kennt mich ja. Ich habe geordnetes Chaos. Das heißt bei mir auf der Baustelle auch geordnetes Chaos. muss mich noch dran gewöhnen. Ah, oh, Mensch, ich wollte die Figuren zeigen und nicht. Also auch wieder sehr tolle Figuren. Ja, ich gehe mal wieder ran. Moment. Fokus. Komm, Fokus, komm. Brav ist er. So, genau. Wenn ich zu nah rangehe, geht es trotzdem nicht. Okay, ich muss mal hier die Lampe ein bisschen runter machen. Zack. Ah, ich habe mich schon gefreut auf die Mütze, aber leider sind die Haare das Dual Mold für mich. Ich kann es leider nicht gebrauchen. Hier, die hat zwei Gesichter. Schick. Burgerlatz. Latzhose, ja. Hört man sagen. Finde ich schon cool. Handschuhe, weiße. Gabel dabei, sind sogar eine Ersatzgabel dabei. Er hat hier, glaube ich, nur ein Gesicht, ja. Aber auch schick, schön. Leider Beine, ja, normal, aber was soll's. Ich find's cool. Hallo, das ist City. Bedruckt. Auch bedruckt, das ist eine 2x6er Fliese. Das ist eine 4x4. Sehr toll. Sehr geil. Kann man abnehmen. Ne? So, jetzt mache ich mal wieder zurück. Da sieht man es, da geht es besser, tue ich mich leichter. Also ihr seht, ein bisschen Farbe drin, ja, ist aber nicht tragisch. Also, ich sehe es jetzt nicht schlimm, wenn man es nicht mehr so sieht. Cooles Fahrzeug, 6 Noppen breit. Lenkrad in der Mitte mit Türen. Ich bin fasziniert. Die alten Türen aus der Vergangenheit. Echt toll. Zack. Der ist auch cool. Kenne ich gar nicht. Das kann man egal von welcher Seite drauf machen. Also, das ist auf allen Seiten gleich. Komisch. Habe ich auch noch nie gesehen.
Ich kenne nur, dass der eine Deckel, wo gerade hinten runter geht und vorne so schräg hat. Fragt mich nicht, wie die Teile heißen oder so, Leute, das weiß ich nicht. Da bin ich kein Profi, da müsst ihr woanders hingehen. Oder Skill der Skip Happen. Ja, der ist auch öfter in Streams bei Let's Brick, bei Bosch war gestern. Und der weiß wirklich alles. Das ist ein schlauer Kerl. Schöne Grüße. Echt toll, der weiß echt. Der kennt echt jede Steineart, wie die heißt. Oder woher das Set kommt, das Set. Das ist echt wow. Ich bin beeindruckt. Jetzt von anderen Herstellern quasi. Ne? Also auch wieder, ups, muss ich mal, mache ich mal oben auf. Kann man aufklappen, aufmachen? Aufklappen. Die Tür kann man aufklappen. Nee, auch nicht. Die kann man aufmachen. Mü. Ja. Rick schreit daher und nicht so blöd. Hey, alles gut. Ihr wisst ja, ich quatsch manchmal zu schnell und dann verdrehe ich die Wörter und jetzt, ja. Ich mach lieber weiter. Das ist ihr Burger, auch der Patty bedruckt. Der gehört eigentlich nicht dazu, das gehört eigentlich hier unten rein. So. Als. Ne? Kochfläche. Serranfläche, keine Ahnung. Fehlt halt noch die Pfanne. Wird fehlen, ja. Aber ich denke mal, da gibt es da so große Platten, weißt du, wo du dann hier, wo sie die Burger raufschmeißen. Das müsste eigentlich hier komplett eine Platte sein. Eine Heizplatte. Warum sie hier so eine Runde reingemacht haben, keine Ahnung. Hier wieder einmal eins bedruckt, hier wieder einmal eins. Hier wieder einmal eins bedruckt. Ketchup. Aber sonst echt cool. Und wenn ich das nicht gebrauchen kann, dann kann ich wenigstens die Teile hier gebrauchen für meinen Mob. Weil die Farbe suche ich. Also die zwei Farben, drei Farben sind es. Die Farbe suche ich. Und dann noch ein bisschen eine dunkle. Ja, ich brauche auch noch ganz dunkelbraun und grau noch mit bei. Und ach da. Aber das meiste brauche ich von den Farben hier. Von dem Tan und von dem Beige oder keine Ahnung, wie man sagt. So. Ketchup hinten reingefallen. Mache ich jetzt aber nicht mehr. So, Figuren habe ich euch gezeigt. Ne? Wie gesagt, echt cool. Fahrzeug habe ich euch gezeigt. Anleitung habe ich euch gezeigt. Genau. Dann machen wir mal mit dem weiter hier. Das ist auch echt cool. Weil ich liebe Fahrzeuge. 6 Noppen LKW, 6 Noppen Auto. Finde ich geil. Besser wäre es gewesen, wenn der LKW 8 Noppen breit gewesen wäre. Beziehungsweise ist. Hier oben 8 Noppen breit, ja, fürs Auto, das drauf passt, aber mit dem ganzen 8 Noppen gewesen, ja, das wäre cool. Oder noch breiter, weil die neuen Speed Champions haben 8 Noppen und da wäre der LKW dazu passend, so ein 10 Noppen LKW oder so, das wäre passend. Das wäre mal cool, wenn Lego so ein LKW rausbringen würde, so ein größeren mit, weiß ich nicht, 1000 Teilen oder so, 800 Teilen mit Anhänger, wo ein paar Fahrzeuge drauf passen oder rein LKW nur, so wie früher ist die Model Team. LKWs, Trucks, die fand ich echt cool. So, Freunde, Aufkleber, ja. Okay. Ich mach's da nicht dran. Brauche ich nicht. Anleitung, ne? Mift 1, Mift 2, da ist es auch wieder so. Eins glitzert mehr, eins ist mehr matt. Pff, weiß nicht. Keine Ahnung. Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. So, zeige ich euch die Figuren. Muss ich wieder ranzoomen. Zack. Echt wieder schick. So einen Hut hatte ich früher auch. Wenn der keine Brille hätte, dann würde er zum Hans passen. Zum Klemmbausteine Forever. Seiner Sigfig. Da ist auch wieder der Adler drauf. Ja, schöne Figur. Und damit, da ist auch das Hotel ist auch dabei. Habe ich jetzt aber schon weg. Sorry, Leute. Müsste ich eigentlich mal aufheben. Wäre besser. Sonst kann ich euch nicht das ganze Set zeigen. Aber das Haarteil, ja. Ich glaube, braune Haare. Weiß es gar nicht. Moment mal. Die Verpackung müsste ja drauf sein, ne? Ach, bin ich doof. Ja, stimmt. Hier, guckt. Leute. Ja, seht das. Das Haarteil ist dabei. Genau. Sonst hat sie einen Helm. Cool. Wie gesagt, ein Gesicht. Aber schön. Schick. Adler finde ich cool.
So, dann mache ich wieder groß. Das Fahrzeug. Echt genial. 6 Noppen breit, ja. 6 Noppen und hier steht halt ein bisschen was über. 7 Noppen. Kann man 7 Noppen sagen? Sind's, ist das eine ganze Noppe, wenn du die zwei zusammen rechnest? Ich glaube nicht ganz. Ja. Könnte fast hingehen. Könnte man mal. Machen wir hier mal ab. Das ist eine 1x2 Fliese. Könnte man hier. Ja. Ja, doch. Könnte die Hälfte sein, ne? Ja, könnte hingehen. Das sind 7 Noppen. Ja, das sind 6 Noppen, Alter. Aber cool. Ja, hier. Flügel. Könnte variieren, wie ihr wollt. Hier die Dinge auch hier. Ein bisschen variieren. Ja, Lenkrad drin, ja. Alles drin. Alles gut. Leider keine Türen. Wieder pink. Ah Gott, wenn ich schon wieder an rosa denke, muss ich schon wieder an rosa Tütü denken. Oje, oje, oje. Das ist so ein Insider-Witz. Für alle, die es wissen, haha. In unseren Livestreams geht es hier immer ordentlich ab. Die hacken immer alle auf mir rum. Den habe ich schon gezeigt, genau. Der gehört zu dem. Tolle Funktion, muss ich schon sagen. Kann man hier, zack, hoch und runter. Und somit kann man das Auto drauf fahren. Hält sogar und zack, wieder hoch. Ne? Toll. Tolle Funktion. Hier, das sind so, ja, Deckel, Radkappen sozusagen. Finde ich cool. Wäre auch fürs Auto, fürs Rennfahrzeug ideal gewesen. Ja, ist ja ein Renn-LKW. Also, passt schon. Würde ich mal sagen. Auch wieder Lenkrad in der Mitte. Bedruckte 2x1. Käsefliese? Nee, Käseecke ist ja 1x1. Auch wieder Seitenspiegel, ne? Auch einfach gelöst mit Clips. Zack, bumm, fertig. Finde ich cool, die Front. Hier kommen normal die Aufkleber drauf. Und ich glaube sogar hier oben kommt noch einer drauf. Ich weiß es gar nicht, oder? Von dem Auto, glaube ich, hier oben. Auch wieder cool gelöst. Finde ich toll. Also, schön, mal was anderes. Also, so ein Abschlepptruck. Abschlepp-Rent-Truck ist es sozusagen. Ups, das gehört eins vor. Das muss überstehen, genau. Richtig. Wieder alles abgerupft. Hier haben wir einen Spoiler. Frontspoiler. Ja, hier seht ihr, ein bisschen hohl, ein bisschen frei. Klar, dass die Technik hier, also die Funktion hier, Platz hat. Mit Technikteil gelöst. Finde ich cool. Zack. Zack. Gefällt mir echt gut. Muss ich schon sagen. Ja? Also da macht er nichts verkehrt. Das wird gut in die Stadt passen, ja. So, und nun das letzte, den Handschuh. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß gar nicht, ist das mattchrom? Also ich finde es cool, die Krallen. Es ist aber sonst alles gleich wie bei den anderen zwei Handschuhen. Es hat sich nicht viel geändert. Hände habt ihr, ja, da könnt ihr wieder rumspielen. Daumen, ja. Ja, die Bautechnik ist anders, ist klar. Aber sonst... Ja, fast gleich. Also von der Hand her ist es ziemlich ähnlich. Ihr könnt schon, wenn ihr die Arme, die Finger ausgebreitet habt, könnt ihr sie schon ein bisschen auseinander machen, so Peace-Zeichen machen, das geht schon. Aber sobald ihr die zusammenklappt, müsst ihr sie wieder einigermaßen gerade hinrichten. Also nicht so, sondern gerade hinrichten, damit ihr sie zumachen könnt. Ja? Sonst haut es nicht hin. So. Ja? Und hier könnt ihr die Krallen könnt ihr sogar abnehmen, ne? Wenn ihr wollt. Also man kann Wolverine auch ohne Krallen zeigen. Aber dann wäre es nicht Wolverine. Sorry. Ich stelle ja keinen Handschuh hin und dann weiß ich ja nicht. Ja, ich sehe zwar, ja klar, ich weiß ja, dass Wolverine ist. Steht auch hier auf der Plakette, ja. Aber Wolverine gehören die Krallen dazu. Also bleibt das so. Ja, es nimmt dann wieder von der Höhe her Platz weg, ist klar. Aber da habe ich schon, also ich habe da schon einen passenden Platz dafür. Und da ich ja alle Marvel Handschuhe, Köpfe habe und auch die Star Wars Helme,
werde ich auch weiterhin alles sammeln. Dieses Jahr ist Spider-Mans Kopfmaske rausgekommen. Die werde ich mir auch noch gönnen. Auf das freue ich mich schon. Wie gesagt, hier, das ist der einzige Print-Druck. Aber sehr schön. X-Men 97. Ja, das Zeichentrick. Das ist vom Comic. Nur damit das wisst. Also vom Film. Das hat mit dem Film nichts zu tun. Das ist halt vom Comic. Ist aber cool. Gefällt mir. Ich finde das ein bisschen schade hier, weil es ein bisschen nackig ist. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich es ein bisschen verstecken mit dem Stein. Weil wenn ich die Hand, den Daumen sowieso so ran mache, dann könnte ich es also so dran lassen und nicht so weg, sondern so. Dann könnte ich da hier einen längeren Stein nehmen, dann wäre das hier verschlossen. Dann würde man das nicht mehr sehen. So würde ich es wahrscheinlich machen. Das finde ich halt ein bisschen schade gelöst. Aber sonst toll. Ne? Finde ich okay so. Echt toll. Schön. Hier nochmal Verpackung. Ja, 70 Euro, ne? Wisst ihr Bescheid. Also, puh. Nicht ganz billig. Aber Smithy Toys macht's möglich. Also, hier Comic. Wolfen. Hier hat man es ja, genau. Hier sieht man es noch. Sehr gut, sehr geil. So, Anleitung noch. Ne? Auch wieder hier das schöne Anleitung. Also die ist geklebt, das ist schön. Ne? So wie immer halt. Also rot umrandet, gelb umrandet, wo es hingehört, toll. Also kann man nichts sagen. Ich wollte euch noch zeigen hier, ja. Kleines Farbspiel. Aber das juckt mich nicht, weil ich habe meine Mutter mal gefragt, sie findet es einfacher, wenn es ein bisschen Farbe hat. Dann tut sie sich auch leichter, ne? Was wohin gehört. Also alles gut, alles richtig gemacht. Für Anfänger bestimmt einfach. Für uns, ja, für uns Erwachsene, die wo das als Hobby betreiben, die wo hier ihre eigenen Sets bauen, beziehungsweise ihre eigene Stadt bauen, kann ich es verstehen. Farbe, schade, ja. Aber auch in der Stadt in einen eigenen Mock, wenn man unterbauen muss, einen Berg bauen muss, dann verbaut man halt innen die farbigen Steine, die großen Bricks, weil du die eh nicht mehr siehst. Und ja, die hat man halt zu Hause, da kaufe ich mir ja nicht extra Steine in der Farbe, wenn man es sowieso nicht sieht. Also kann ich da reinhauen, was ich will, also alles gut. So Leute, auf jeden Fall möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich quatsche schon wieder zu viel. Ich habe eigentlich zu viel Sets gezeigt. Letztes Mal werde ich nur noch zwei Sets, glaube ich, zeigen. Sonst wird das Video immer so lang. Und wer guckt schon ein Video? 37 Minuten, 38 Minuten? Hohoho, ist heftig. So die Timestamps und so Zeug, das kann ich halt noch nicht. Also die Abschnitte dann, damit ihr vorswitchen könnt. Aber ihr wisst ja, einfach drauf. Dann könnt ihr vorscrollen, wo ihr dann was sehen wollt. Ne? Wisst ihr ja Bescheid. Ansonsten, sorry, war ein bisschen lang. Ja, nächste Mal, ich versuche echt. Ja, weil ich halt so gern rede. Es macht mir Spaß mit euch und das Hobby macht mir Spaß und das möchte ich gern mit euch teilen. Es entspannt mich, es macht mir Freude. Deswegen bin ich ja so gut drauf, deswegen rede ich auch gerne. Wenn ich schlechte Laune habe, würde ich gar nicht reden. Also alles gut. Alles richtig gemacht. Danke Lego. Auch nochmal für die Sets hier, die sind toll. Und Leute, haut rein, genießt eure Woche, euer Wochenende, wann ihr es euch anschaut, keine Ahnung, was ihr auch gerade macht, lasst euch nicht stressen, ihr lebt nur einmal, genießt euer Leben, Leute, habt Spaß an dem, was ihr macht, Hobby, egal welches Hobby, mein Kumpel, wie gesagt, der fährt Vollcross-Bike bergab, das ist Wahnsinn, also, das funzt, das, der macht das echt toll. Das macht ihm Spaß. Adrenalin pur, zack. Lasst gern einen Daumen da, Abo, wenn ihr wollt. Ja, mir geht's hier um meinen Spaß, Abo, okay. Aber ich habe mir halt mal sagen lassen, Abos, ja, weil dann die Reichweite größer wird. Also mich lernen dann mehr Leute kennen. Und ich finde es halt klasse, wenn ich mich mit Leuten unterhalten kann und Spaß haben kann. Ne? Das ist hier mein Hobby, YouTube ist mein Hobby, die Videos hier machen, das ist mein Hobby, ich bin kein Profi, also könnt ihr mich verstehen, ich werde es auch nicht hier extrem ausweiten, ich werde es wahrscheinlich so lassen mit Handy filmen,
Ja, ich werde mir so ein Schnittprogramm besorgen, wahrscheinlich dann für den Anfang und Ende, ja, für die Einleitung, keine Ahnung, für den Anfang halt und ja, ein schönes Ende halt dann. Wie gesagt, da bin ich noch dran. Tisch. Unter der Woche werde ich mal in irgendeinen Baumarkt gehen und werde ich mir mal Tischplatten besorgen und Füße. Und dann werde ich mal anfangen, einen Tisch aufzubauen. Dann mache ich mal einen kurzen Short rein oder so, dass ihr mal seht, wie viel Platz ich überhaupt habe, wie groß der Tisch wird, wie viele Stockwerke das werden. So, und somit sage ich danke fürs Anschauen. Ich hoffe, ja, es gefällt jemandem. Wie gesagt, gern Daumen da lassen, gern ein Abo, wenn ihr wollt. Ich gucke mir auch gern andere an. Ich lasse auch ein paar Links wieder unten unter der Beschreibung, oder? Beschreibung sagen, ja. Oder, ja, Beschreibung. Lasse ich wieder ein paar Links rein von anderen YouTubern. Echt cool, echt nette Leute. Und wie gesagt, Freunde, haut rein, habt Spaß am Hobby. Wie gesagt, egal welches, es soll Spaß machen. Man lebt nur einmal, genießt euer Leben. Hau rein, habe die Ehre, sage ich. Servus.